Grüß euch und willkommen zu einer neuen Videotour, diesmal in einer klimatisierten Dachgeschosswohnung im Graz-Straßgang. Die Wohnung verfügt über ca. 45 Quadratmeter Wohnfläche sowie über 66 Quadratmeter Nutzfläche, weil ihr ein großer Kellerraum zugeteilt ist. Dabei ist auch eine voll ausgestattete Küche sowie ein zugeordneter Parkplatz. Und man kann seine Waschmaschine in einem anderen Kellerraum noch abstellen. Außerdem kann der schöne Allgemeingarten mitbenutzt werden. Aber schaut es euch selber mal an. Kommt mal rein. Von der Wohnungstür gelangen wir direkt ins erste große Zimmer. Das hat 27 Quadratmeter. Wir sehen, dass überall in der Wohnung diese Dachflächenfenster von Velux sind. Die haben diese praktischen Raffstores. Das heißt, wir können alles abdunkeln und sie sind allesamt elektrisch bedienbar, also die Fenster selbst. Was natürlich in einer Dachgeschosswohnung auch von Vorteil ist, ist, wenn sie klimatisiert ist. Das haben wir hier, das ist der große Vorteil. Wir sehen hier eines der beiden Klimageräte, die wir haben. Und wenn wir da dann weiterschauen, kommen wir in die moderne Einbauküche. Die ist voll ausgestattet, das heißt, wir haben hier eine Spüle, wir haben ein Backrohr, einen Herd mit vierfältigem Ceranfeld, sogar einen Dunstabzug, einen Kühlschrank mit Gefrierteil und wir haben da noch eine ganz große Arbeitsfläche mit Steckdosen. Links herum geht es dann ins zweite Zimmer, könnte als Schlafzimmer genutzt werden, ist ca. 14 Quadratmeter groß. Auch hier haben wir einen Raffstore zum Abdunkeln und da ist noch ein kleiner Bereich, der verbaut ist, weil da befindet sich der Wasserboiler drin. Hier ist dann noch ein Klimagerät, das ist das zweite in der Wohnung. Und wenn wir dann wieder rüber gehen, kommen wir ins Badezimmer. Die Fliesen sind etwas oldschool, wie ihr seht. Aber der große Vorteil ist, dass man da immer Fenster hat. Das heißt, das ist ein Tageslicht-Badezimmer, man kann super lüften. Wir haben da ein WC, wir haben ein Waschbecken und eine Duschkabine. Wir kommen direkt vom Eingangsbereich da weiter. Da ist die Eingangstür, über die wir eben ins Stiegenhaus und dann ins Dachgeschoss gelangen, beziehungsweise in den Keller. Und da kommen wir in den Allgemeingarten. Ist echt schön groß und hier kann man richtig die Ruhe genießen. Wir sind jetzt im Kellerraum. Der ist richtig groß, das heißt, da hat man viel Platz, um diverse Dinge zu lagern. Hat ca. 21 Quadratmeter, verfügt über Licht, Strom und auch über Fenster. Das heißt, Lüften ist ebenso möglich. Wir hoffen, du kannst dir unter der Wohnung jetzt gut was vorstellen. Wenn du näheres Interesse daran hast, dann können wir gerne einen Besichtigungstermin ausmachen. Meld dich einfach bei uns.